Willkommen zurück zu einer neuen Runde von Die Schlacht um Mittelerde. Edain Mod hier mit Pfister. Und Koga. Und heute spielen wir, nachdem es letztes Mal so gut geklappt hat, im Horde-Modus auf Minas Tirith. Oh Gott. Speere zerschellen, Schild zersplittern. Wie war das denn nochmal? Ein Schwertag, ein Bluttag, ehe die Sonne steigt. And the Red Dawn. And the Red Dawn. Okay, so, was irgendwann hattest du mal, ja? Irgendwann hatte ich mal die Build-Order drin, die man hier braucht, also welche Gebäude man baut. Ich glaube, ein Steinbruch war nicht schlecht am Anfang. Ich meine, das war so. Ich hätte jetzt unten ehrlich gesagt nur Türme hingespammt. Oder? Ja, nee, auch Ressourcengebäude. Guck mal, wir haben 6 Sekunden Zeit, wenn ein Ressourcengebäude eine Minute steht, dann rentiert sich jetzt schon. Sauron richtet sein Auge auf die heiße Stadt. Wenn sie fällt, ist ganz Mittelerde verloren. Ich weiß nicht, ob Rohan so eine gute Wahl war tatsächlich. Keine Ahnung. Weil die Gondor-Katapulte, die sind halt aufgewertet dazu in der Lage, vom oberen Ring runterzuschießen, die Mordor-Katapulte zu one-shotten. Ja, ich kann ja hier oben auch Anorien-Schleudern bauen. Ja, mein Beileid. Und die haben die Pechwerfer, die freisassen, die sind schon strong. Auf dem Marktplatz, den baue ich jetzt hier oben. Ich glaube, so war das. So, wir brauchen eine Kaserne, wir brauchen einen Stand und eine Werkstatt. Boah, ich weiß nicht, bei unten der beste Platz war. Ach, ihr seht nichts. Ah ja, Kopfkino ist the way to go. Entschuldigung, bitte. Natürlich, das wollen wir natürlich verhindern. Neuer Podcast. Sorry. So. Kommt, Leute. Wir müssen kämpfen. Landsleute. Wir sind bereit zu kämpfen. Wir tun, was in unserer Macht steht. Ein guter Schießstand, wie sie sich selber loben, Alter. Holt eure Waffen. Wie ist denn das? Bleiben wir jetzt hier quasi am Tor oder wie, wo sammeln wir uns? Tja. Eigentlich ist der Way to go, dass du oben alles voll mit Feuer baust. Es kam nur Feuer irgendwas. Eigentlich ist der Way to go, dass du oben überall alles voll mit Feuerpfeilbogenschützen baust. Ah, okay. Wir müssen kämpfen. Ah, die Anorien-Schleudern, ich weiß nicht, ob die so gut sind. Nee, hey, was anderes kann ich ja nicht machen, also. Naja, du hast halt auch Onager, ne? Ja, aber bei diesen Plätzen kann ich nur Anorien-Schleudern bauen. Onager kann ich aus der Waffenkammer holen. Genau. Das Game ist doch fast so alt wie Kurga selbst. Ne, ich bin tatsächlich älter. Glaubt man vielleicht nicht, aber ist wirklich so. Ich glaube nicht, dass die Dunkelheit andauern wird. Oh. Wer hat das gesagt? Faramir. Achso. Machst du das Torhaus noch zu? Da dieser übersteuerte Denethor. Wo ist der? Wo ist Gondors Bester? Wo ist mein Erstgeborener? Digga, komplett übersteuert. Das hat mich gerade ganz kalt erwischt, Alter. Wieso? Weil ich damit nicht gerechnet habe, dass du jetzt hier ins Mikro schreien. Der hat Denethor doch auch gemacht. Hab ich gemerkt. Er hat auch ins Mikro geschrien. Ich glaube, es war nicht clever, den Schießstand hier unten hinzustellen. Ich glaube, es war unklug. So, ich habe keine Ressourcen mehr. Ich habe schon lange keine Einheiten mehr. Ressourcen mehr. Nein, du hast keine Ressourcen mehr, ich habe schon lange keine Einheit. Sammelt euch, Jäger! Wir haben dann verbessert. Wie lange macht ihr heute noch? Ich denke mal, dass das die letzte Runde werden wird. Ja, denke ich auch. Boah, die Feuerpfeile kosten 1200, das ist schon eine ziemliche Frechheit. Scheiße, habe ich die überhaupt schon erforscht? Ah, ich habe nicht mal den Schießstand auf Stufe 3, ja moin! Ach geil, du brauchst eine Stufe 3, mir reicht Stufe 2 aus. Ich brauche Stufe 3 für Feuerpfeile.
das in unserer Macht. Und Stufe 3 kostet 1000, nee, 600. Und die Feuerpfeile kosten mir 1200. Mein Beileid. Dann habe ich 600 gespart. Echt übel. Ja, 2 Minuten 18 haben wir ja noch. Nur kein Stress. Benutzt alles als Waffe. Es könnten Orks in der Nähe. Wir benutzen einfach alles als Waffe. Bleibt bei mir. Landsleute. Du benutzt so einen Bauer, so einen anderen Bauern als Waffe. er nimmt ihn, wirft ihn so hoch und schmeißt ihn so gegen die Gegner. Er schleudert ihn so von der Mauer runter. Oh mein Gott, wie gut wäre das bitte? Benutzt alles als Waffe. So einen alten Holzstuhl. So geil. Ich meine, ich verstehe nicht, warum ich die Einheit nicht auf die Mauer hier stellen kann, ey. Das ist so doof. Wir müssen alle kämpfen. Orks in der Nähe. Warum darf ich die Einheiten da nicht auf die Mauer stellen? Was mache ich falsch? Seid bereit, Bogenschützen. Warum geht es nicht? Ich verstehe es nicht. Trollt wird nicht. Die gehen nur auf die Treppe, aber nicht auf die Mauer. Warum geht ihr denn nicht auf die Mauer, Mann? Siehst du das? Die gehen nur auf die Treppe, aber nicht auf die Mauer. Naja, die Mauer ist ein bisschen buggy. Versucht die mal in diese Ausbuchtung von den Anorien-Katapulten zu stellen. Ah ja, das geht. Das ist gut. Damit S aber fixieren, ne? Ah ja, genau, das ging ja auch noch. Mit S fixieren, okay. Gab irgendein Geräusch, das. Ja, da kommen so die ersten Feinde. Das ist das. Kommt, Leute! Wir gehen darüber! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir einfach überhaupt noch gar nicht bereit sind. Boah, ich muss den Schießstand doch auf Stufe 3 kriegen, um das so abzugraden. Ach Mann, ey. 33 Sekunden haben wir ja noch. Ich habe so einen ganz mutigen Trupp Reiter. Den könnte ich da entgegenwerfen. Okay. Das könntest du aber auch lassen. Könntest du aber auch lassen. Das ist richtig. Hast du richtig erkannt. Ach, da oben kann ich ja auch noch Gebäude platzieren. Eins. Ja, eins. Krass. Ich gar nicht gesehen. Okay, 170. Es geht los. Sie kommen. Erstmal so, keine Ahnung, 30 Level für Trolle reinspammen. Wenigstens ist es Mordor. Ich könnte nicht mal gar das Brunnenhof. Also irgendwie ist das komplett weird. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich spiele hier das zum ersten Mal. Wir tun, was in unserer Macht steht. Es könnten Orks in der Nähe sein. Oh, diese Anorien-Schleudern, die schleudern ganz schön weit. Ja. Siehst du die Katapulte? Die müssen weg von denen. Männer, Rohats. Ja. Ja. Versucht dagegen zu schießen, aber. Hier entlang, meine Freunde, Landsleute, wir tun, was in unserer Macht steht. Es geht alles viel zu schnell, ich komme gar nicht hinterher hier, um irgendwas zu machen. Ja, alles gut, alles gut. Warte mal, kann ich die Anorien-Schleuder mit dem hier? Ja, kann ich. Dann machen wir den hier. Geil, die Reiter können auf die Mauer, das ist ja angenehm. Okay. So, hier müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass sie hochkommen. Boah, da irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe viel zu wenig. So übel. Landsleute. Wir werden gebraucht. Das ist so schrecklich. Ich kann die einfach nicht richtig kommandieren, die Einheiten. Die Gehöfte werden angegriffen. Sie greifen an. Hier sind ja oben welche reingekommen. Oh mein Gott. Bringt das Katapult zum Schlachtfeld weiter. Keine Torbe Schwetter, ist immer ein paar Truppen. Vernichtet sie! Haltet sie von uns fern. Gehen wir. Immer weiter. Ja, das hat ganz gut geklappt eigentlich, muss man sagen. Seid tapfer, Freisassen. Bereitet das Katapult vor. Es könnten Orks in der Nähe sein. Sie haben angegriffen.
Okay, ja, bei mir geht noch einigermaßen. Ja, in der Tat. Vielleicht kriege ich noch ein Bataillon Bogenschützen raus. Ja. Ich habe mir die Katapulte, die ich habe ja noch zwei Katapulte so gebaut, die habe ich mir jetzt auf Gruppen gelegt, sodass ich die immer direkt steuern kann, welches, also wenn die Katapulte von denen angreifen sollen. Das klappt bis jetzt eigentlich ganz gut. Ja, machst du richtig so. Das machst du richtig so. Lauf, lauf, lauf. Wo laufen die hin? Nein, 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 lauft hier lang. Mach dich nicht hier. Oh, die Feuerwerfer sind echt gut, was ich wieder gemacht habe. Die Bögen der Bauern sind bereit. Bleib bei mir. Mehr Munition! Ich frage mich ja, ob diese Mission angepasst wurde. Oh shit. Angepasst für was? Naja, also weil ein paar Mechaniken haben sich ja geändert, ne? Ach so. Oh, ne, zum Beispiel die, diese Turmwachen und so, die du jetzt rekrutieren kannst, das war ja vorher, war das ja anders. Mhm, okay. Und wo ist gerade was kaputt gegangen? Ich glaube, das war nur ein Turm. Bei mir. Ja. Wir müssen auf jeden Fall das Haupttor retten. Kann ich hier oben einen Turm? Oh, schade. Ich hätte gehofft, man könnte im zweiten Ring so einen Turm beschwören. Ja, minimal OP. Ein bisschen, ja. Unsere Truppen werden angegriffen. Alter, wie der Turm direkt zerstört wird. Wie langsam diese Molotow-Cocktails da runterfallen. An eure Bögen, Landvolk. Nice. Weg. Aber es geht noch eigentlich. Oh, die haben diese riesen Trollschleudern, die machen das Haupttor kaputt. Trollschleudern? Ach da. Ja, die großen. Das Haupttor steht doch noch. Ja, noch, aber das soll auch noch lange so bleiben. Alter, was macht denn dieser Trupp Bogenschützen da? Was ist mit euch los? Rennen die erstmal da raus, ey. Hä? Na, dann geh du mal wieder hier hoch, bitte. So, ihr seid da alle drin. Perfekt. Haltet eure Bögen bereit. Tja, so weit, so gut. Bisher, ja. Vielleicht krieg ich noch ein paar Bogenschützen raus. Das wäre doch nicht schlecht. Seid bereit, Bogenschützen. Pass mal auf, die nehme ich mal hier hoch. Los! Aber es immer so lange ganz gut heilen können, bis diese schwarzen Uruk-Bogenschützen gekommen sind. Bleib bei mir. Immer weiter. Katapult ist geladen. Junge, was denkst du, was du hier machst mit deinem Katapult die ganze Zeit hier über die Treppen cruisen? Seid tapfer, Freiser. Seid bereit, Bogenschützen. Ah, da kommt wieder ein Katapult. Bewegung! Wir werden angegriffen! Sie greifen die Gehöfte an! So. Es könnten Orks in der Nähe sein. Hier entlang, Freisassen! Seid tapfer, Freisassen! Haltet nein! Seid bereit, Bogenschützen! Haltet eure Bögen bereit! Boah, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid, ey? Kacke! Diese Bogenschützen machen einfach nicht, was ich ihnen befehle. Ja, das ist, was im Chat geschrieben wird, ist richtig. Wenn die Gebäude von hier unten im Ring kaputt gehen, immer wieder aufbauen, weil die Gegner dann da immer wieder dran zu tun haben, weißt du? Tja, von welchen Ressourcen ist die Frage? Ja, genau, das ist doch halt mein Problem gerade. Ich schick die mal hier rein. Heldenstatuen wären die günstigsten Gebäude. Ja, doch, die günstigsten Gebäude. Toll. Kommt direkt ein Katapultschuss, zerschießt das direkt. Da ist nicht viel mit aufbauen. Na, wenn es gerade aufgebaut wird, ja. Deswegen die Katapulten immer weghauen. Kapapultene. Also die Taktik klappt bei mir wirklich gut, wenn ich die Katapulte immer direkt vernichte. Alter, was hier los ist. Er schießt sie! Da sind ja das sind die normalen. Ja gut, das war's. Bei mir sind die Bogenschützen dead. Bei mir ist noch alles cool.
kommen bei mir gar nicht, diese krassen Bogenschützen, glaube ich. Ja, bei mir ist da alles voll. Die haben meine mittlere Position haben die komplett ausgeräumt. Ich flipp hier gleich aus, Mann. Warum rennt ihr da weg? Wer hat euch das befohlen? Egal, ganz ruhig bleiben. Oh, natürlich haben sie die auch noch erwischt, ey. Tja, das ist jetzt ein hartes Problem. Ich schick dir mal einen Trupp Bogenschützen rüber. Ich hätte den Schießstand oben bauen sollen, aber das kann ich jetzt natürlich nicht mehr ändern, weil das Massen zu Level. Wobei, ich könnte es mal versuchen. Schadet ja nichts. Wie viele Ressourcen hast du denn? 600. Okay, das ist wirklich nicht so die Welt. Eine. Ja, die machen halt nicht, was sie sollen. Das ist halt das Problem, die rennen halt irgendwie rum. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Kannst du mit denen da links die wegmachen, die da auf der Treppe sind? Achso, ne, die sind schon zu weit weg. Kannst du nicht mit deinen Nahkämpfern dort da schnell rangehen? Du hast aber noch Gondor-Schwertkämpfer. Stimmt, ich laufe mit denen die ganze Zeit weg. So, da kommen neue Katapulte. Hört mir zu. Südlicher Wall, super. Na, Skull. Ja, dafür brauchen wir auch die Bogenschützen. Nein, jetzt gehen die alle weg. Nein, bleib doch stehen, ihr dummen Kurvas. Mit S. Ja, aber ich habe nur dem Angriffsbefehl gegeben und dann sind die einfach weggelaufen. Das ist ja ein Problem. Bereit. Schützt dieses Land. Oh Gott. Sie ignorieren die einfach. Oh, krass. Wir brauchen mehr Steine. Ich hab's vermisst. Ich glaube, ich zieh Faramir mal hier rüber. Gandalf ist erst Level 6 bei mir. So, ich hoffe, dass für die jetzt die Upgrades auch möglich sind. Die Denethor-Soldaten, die da unten rumrennen. Okay. Mhm. Haben wir noch Katapulte? Nee, das eigentlich nicht. Noch mehr. Freisassen Speerwerfer können wir mal probieren. Nimm das! Vorsicht! Das sind doch hier diese. Ach nee, das sind irgendwelche Morgulorks. Das Tor wurde zerstört. Ah ja, da habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Das wird jetzt nochmal heftig mehr Truppen bringen. Also Gegnertruppen, ja, da kommen sie schon. Ach du Scheiße. Guck mal, wie viele Trolle da kommen. Mhm. Okay, das war's. Würde ich jetzt mal so sagen. Steht gar nicht, welche Row wir gerade sind. Nee, das. Aber da kommen noch viel. Da kommen ja noch die Rohrenverstärkung. Eigentlich. Okay, gut. Puh, das kostet natürlich sehr viel hier, die guten Speerträger-Einheiten. Die Trolle. Jo. Naja, wobei mit dem Feuer? Ja, aber da guck mal, wie viele Trolle das sind. Also, können auch die Vorhut Rohans rufen? Hast du mal die Menge an Trollen gesehen? Hast du mal die Menge an Trollen? Die Vorhaut Rohans. Was habe ich denn hier noch so? Gandalf der Weiße wäre natürlich schon noch sick. Irgendwo habe ich jetzt die drei Jäger gerufen, aber ich weiß gar nicht, wo die herkommen ist. Sag mir, was geschehen ist, dann erleichtere ich dir deinen Abschied. Echt keine Ahnung, wo die gespawnt sind. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht rühren. Ach, da sind die. Ah, ist ja cool. Junge, das war's jetzt sowas von, Alter. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht rühren. Jetzt kommt ihm das gut. Yep. Alter, jo. Ach du Scheiße. Ach, das hab ich ja gesehen. Das sind dir so viele. Das Game läuft nicht mal mehr flüssig, ey. Oh shit. Hier, ich kann doch einmal Heilung spenden.
faul. Zerstört es! Ach, Gandalf ist da drüben schon zu Gange bei dir. Tja, das war's. Naja. Oh shit, Gandalf ist ja erst. Oh nein, er ist ja erst Stufe 8. Ich würde gerne noch ein Wort der Macht rausbekommen, wenn, das, wenn mir das erlaubt ist. Das könnte nochmal ein bisschen Zeit bringen. Das one-shottet die ja gar nicht mehr! Oh mein Stimmt. Gott! Nur noch ein Fünftel an Schaden, wenn nicht mehr. Los, wir müssen darüber helfen, helft! Wir müssen alle kämpfen. Vielleicht schaffe ich es nochmal hier den Schießstand schnell zu bauen. Naja. Komm, Gandalf! Komm, Gandalf, da fehlt nicht mehr viel! Ja, 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 ja. Oh, Boots! Auf dem letzten Drücker, Alter. Wie knapp, aber das hat sie leider nicht getötet. Crazy, crazy. Wie Gandalf da jetzt um sein Leben rennt, Alter. Um sein fucking Leben. Und Faramir so, I don't give a shit. Gandalf, lauf, lauf! Nein! Komm schon, schieß, 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 schieß doch einfach! Jawohl. Ansatzweise getroffen. Hi Marc! Namen habe ich viel verpasst, ja, den ganzen Stream. Wir sind gerade durch. Kann er nochmal nachgucken in Ruhe. Ja, als VOD ist es ja verfügbar. Unsere Krieger waren tapfer. Doch der naja, ich weiß gar nicht, welche Runde wir geschafft haben. Nee, hier geht das nicht in Wellen. Um Punkte geht's hier, ne? Verteidigungspunkte. Ja, ja, genau, genau, ja. Und das kann man auch alleine spielen? Das kannst du auch alleine. Ja, gut, mit einer verbündeten KI. Aber du kannst auch alleine spielen. Glaube ich, nur die Hälfte an Gegnern, ah, ja, glaube ich. Okay, okay. Ja, das wäre ja auch fair. Ja, weil das, ja, ja. Das andere wäre ja schon ein bisschen absurd. Also ich komme ja gar nicht mehr raus, das ist ja witzig. Ah, jetzt. Okay, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Fistzimmer auf dem Kanal vorbei. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund und ciao. Tschüss.